So, hallo alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder was Spezielles, nämlich Pac-Man in Minecraft und das auch noch extrem gut nachgemacht. Ich logge mich gerade extra hier im Title-Screen sozusagen in das Spiel ein, denn man würde es, wenn ich drinstehen würde und auf Vollbild hätte oder F1 gedrückt habe, dass man es wie gesagt Vollbild hat, nicht auf keinen Fall darauf kommen, dass das gerade in Minecraft tatsächlich passiert ist. Die Map ist recht neu, ich habe es gestern zufällig gesehen. Und das wäre die Pac-Man Mr. Squishy. Der Link dazu zum Minecraft-Forum ist unten in der Videobeschreibung vom Map-Ersteller. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch diese auch runterladen und auch mal austesten. Ist mega gut gemacht. Kommt so ein bisschen ins Stil von dem Space Invaders ran, was ich neulich gezeigt habe. Richtig professionell gemacht. Hier jetzt gleich wieder ein kleines bisschen anders und ich zeige es einfach mal. Also, wir gehen mal zuerst in die Map rein. Ich hoffe mal, Pac-Man kennt jeder. Pac-Man, das Ding mit dem gelben Ball, der die Punkte frisst, der die Geister frisst und dann, ja, Rambazamba macht. Ne? Sollte, denke ich mal, bekannt sein. Ist auch wieder so ein uraltes Spiel. Und gab es früher Konsolen. Übrigens ist so eine, was heißt Konsolen so? Automaten, Spieleautomaten mit einem Joystick und konntest das Ding steuern. Richtiger Klassiker eigentlich. Und das wurde hier reworked. Zunächst mal, das ist für die 1.8.3. Das heißt, ich habe hier die 1.8.3 gezogen und hier wird kurz gefragt, ob ich den Pac-Man sehen kann. Das heißt nämlich, dass die Texturen geladen sind. Ja, kann ich. Geht. Ansonsten muss man das manuell machen. Dann Use Inventory Slots 6, 7, 8 und 9, also die hinten letzteren 4, um den Pac-Man dann zu steuern. Denn man kann in Minecraft es gibt keine Keylistener. Das heißt, du kannst keine Tasten belegen in dem Sinne, sodass du mit WASD zum Beispiel irgendwas steuern kannst. Kannst du aber indirekt, indem du das über Slot-Tasten machst, und das mache ich jetzt gerade mal, 6, 7, 8 und 9 muss ich nehmen. Und hier ist auch empfohlen, dass wir die binden, und das mache ich auch gerade mal hinten, wird erklärt wie. Man geht in die Options, unter Controls, scroll zu Inventory, und dann nimmt man einfach die Arrow Keys auf Slot 6, Slot 7, Slot 8, Slot 9, also up, right, down, left. Und wenn man damit fertig ist, dann klickt man einfach Play hier unten, um das zu spielen. Kurz Controls rein. Auf hier 6, 7, 8 und 9, das waren die Hotbar-Slots. Und dann mache ich es mal, das war up, das war down, das war right und das war left. Wenn ich richtig sehe, 6, 7, 8, 9, up, right, down, left. Müsste so gestimmt haben. Up, right, down, left, ja. Hat funktioniert. Und dann geht es hier hinten mal auf. Tada, da wären wir schon. Und es gibt Musik dazu. Richtig passende. Dann, zunächst mal, bevor wir anfangen loszuspielen, ich fliege mal ein ganz kurzes Stück zurück. Das ist ein riesiger Pac-Man-Automat mit animierten Texturen. Theoretisch können wir es reinwerfen, weil ich glaube, hier kann man dann reingehen irgendwie und sich das Ganze angucken, so, oder? Also hier drin sehen wir die Command-Blocks für das ganze Zeug. Und wir können das hier vorne spielen. Es gibt hier so einen riesigen Joystick, der ist, Alter, richtig cool gemacht. Und diesen steuert man jetzt mit den entsprechenden Pfeiltasten durch die Inventory-Slots, weil ich habe es ja gebindet. Was das hier unten ist, ich glaube, das ist nur ein Deko jetzt wieder. Damit kann man nicht spielen, aber mit dem Ding kann man spielen. Ihr seht schon hier, das Pac-Man-Ding läuft und wisst ihr was, wir spielen einfach mal. Ich hoffe mal, ihr seid dem Ganzen bewusst. Und der Joystick bewegt sich auch nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, je nachdem, wo wir da hinhauen. So, die Steuerung ist so ein bisschen schwerfällig. Ich zeige gleich, was ich meine. Und ich würde sagen, los geht's. Komm schon, ist cool gemacht, oder? Ist richtig cool gemacht. Wenn ich jetzt nach oben drücke, geht der Joystick nach vorne. Ohne dass ich was weiteres drücke, bewegt er sich auch. Wenn ich nach unten drücke und ich kann jetzt nicht weiter, dann bleibt er auch an entsprechender Stelle hängen. Das ist richtig genial gemacht und... Das war jetzt unfair. Ich bin gerade am Erklären. Noch gar nicht gespielt. Ich bin aber auch kein Pac-Man-Experte in dem Sinne. Steuerung funktioniert wahnsinnig gut. Och man. Den 1 cm habe ich noch erwartet. Also richtig schnell fahren wir auch. Übrigens, wir haben oben einen Score. Highscore. Ich glaube, der hängt aber ein kleines bisschen. Ich habe es schon mal getestet. Und ja, da war es teilweise nicht so gut. Links oben seht ihr bei den Zählern noch, wer mitläuft. Müsste funktionieren. Unten seht ihr eure Leben, die ihr habt, nachdem ihr halt, nach unten. Also, habt ihr einen großen Punkt eingesammelt, könnt ihr auch... Nein, die Geist... Steuerung. Denn die Steuerung reagiert nicht sofort. Ich weiß nicht, ob das automatisch oder wirklich mit Absicht an die Spielautomaten angelegt sind, wie sie historisch damals so gebaut wurden. Achtung, nächster Punkt. Jetzt will ich so einen Geist haben. Ich bin halt gewohnt, in der heutigen Videospielzeit, dass meine... Steuerung sofort funktioniert, wenn ich nach oben drücke, dass er auch sofort nach oben geht, aber der Button schon jetzt zurück nach rechts, ohne dass du es weiter zurück geht nach rechts. Also ich denke mal, das mit Absicht gemacht. Naja, komm her, Geist. Dann kommen die Augen raus und die fliegen zurück zur Basis. Ich weiß, ich kenne nicht die entsprechenden Worte, ich bin, wie gesagt, kein, Alter.
Ich hol mir die Kirsche, ich hol mir die Kirsche. Nein, sie ist schon. Das ist unfair. Hier, der wollte mich gerade fressen. Eingesammelt. So, hier sind noch zwei. Und natürlich klappt es auch mit dem hier da rein und da runter. So, und zwar wollte ich ja die noch einsammeln. Dann da, mal gucken, ob wir das Level clear. Ich denke es mal. Ich hoffe mal. Nein, Geist, verzeih dich, danke. Dann nach oben, dann nach links, nein, nach oben, links, oben. Vielleicht da ein bisschen hoch. Nee. Pass auf, der Geist wird fies. Natürlich sind die fies. Ja, ein Leben weg. Nach oben wieder. Ihr wisst übrigens, wenn Game Over ist, wenn sich die Map wieder resettet. Achso, ja, nach unten, da und ein Level geschafft. Und es ist, glaube ich, auch noch Schwierigkeitsgraden gestaffelt. Das heißt, wird das Score angeht? Funktioniert das? Es wird schneller. Halt. Score oben wird wieder gezählt, ist gut. Es wird auf Dauer schneller. Müsste so sein. Auch die Geister werden schneller. Aber dass das so wirklich so eine KI-mäßig, in dem Sinne was erschaffen, also, ich kenne mich da ja nicht aus. Das heißt KI. Ich glaube, es wird mit KI drin sein. Wird viel mal nicht verfolgt. Die machen das mit Absicht. Die machen das mit Absicht. So, jetzt will ich aber mal kurz fangen. Komm schon. Ich lasse es lieber. Das war mir gerade so heiß. Nein. Ha. Komm her. Komm. Nein. Danke. Zurückgeschickt. Oh, das... Perfekt. Perfekto Monogamo. Ups. Ja, wie gesagt, also ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Es reagiert eigentlich sofort. Aber ihr seht, der Joystick bewegt sich. Er dreht sich jetzt nach rechts. Jetzt drücke ich nach oben. Ich drücke gerade nichts weiter an. Ich glaube, ihr könnt mir sogar tippen, wenn ich hier drauf rumhämmer. Ja. So, schieb's ein bisschen da drauf. Gewohnheitssache. Man kann das üben, logischerweise. Aber ohne Scheiß, dafür, dass es ein Minecraft ist, Leute. Dafür, dass es wirklich einfach mal eben Minecraft ist. Heftig, oder? Habt ihr das schon mal gesehen? Also in Minecraft? Nein. Übrigens noch so eine krasse Map in der Sache, die auch wirklich ultra genial professionell gehalten ist, ist die Space Invaders Map. Die habe ich auch schon gezeigt. Auch wieder ein Retro-Verschnitt. Richtig cool gemacht. Oh nein. Schon abräumen. Wegen diesem einen Ding. Game over. Das war mein letztes Leben. Ich weiß gar nicht, komm, ich probiere es nochmal. Nach links bitte, nach links da unten, da lang. Gibt es überhaupt festgelegte Routen? Oder so? Gibt es irgendwie so einen kleinen Abkürztrick? Ich weiß es nicht. Irgendwie eine Strategie, die man am besten verfolgt. Am besten sollte man nicht da lang fahren, wo man schon mal abgeräumt hat oder so. Habe ich das. Ich wusste, der kommt. Hau ab. Hau ab. Spiel mobbt mich. Das machen die Spiele öfter. Spiele mobbt mich immer. Oh, da ist die Kirsche. Okay. Ich glaube, es hat gezählt als Einsammeln. Es verschwindet, wenn ich jetzt davor bin. Ich lasse hier unten den gerade mal noch da. Oh, jetzt müssen wir noch einsammeln hier oben. Komm her. Nein, nein, nein. Steuerung, ich hasse dich. Oh, knapp. Nee. Ich glaube, der Highscore wird nur drauf gezählt oben, wenn ich auch wirklich schaffe, einmal komplett abzuräumen. Na komm, eine Runde machen wir noch. Vielleicht kann ich mal Anschluss ganz kurz zeigen, wie es überhaupt funktioniert oder wie es innen drin aussieht. Oder falls wo könnt ihr eigentlich auch kombinieren mitziehen? Also, drin sind gar nicht mal so viele Command-Blocks. Hau ab. Hau ab. Nee, abge. Verarscht, verarscht, verarscht. Komm her. Nein, 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 nein. Ich will die Nomsen. Zu spät. Und da wieder hoch. Ja, ich weiß, man kann auch die Maler einsammeln, aber... Ist mir gerade Wuppe. Nein! Bin zu langsam.
Aber komm, oh Mann. Es ist Faszination, was man alles machen kann, wenn man Ahnung hat, zumindest wie. Egal, so. Ich fliege wieder rum. Für diejenigen, die jetzt sich Gedanken verloren haben, ja, ist immer noch Minecraft. Ich gehe mal hier rein in das Ding, damit wir das mal sehen können, wie das Teil von hinten aussieht, oder von innen. Jetzt nächstes Mal von hinten, das ist ein ganz normaler Kasten, dementsprechend an der Seite ist halt noch was drauf gemacht. Hinten haben wir nix. Und ich gehe einfach mal hier rein, wir gucken es uns ganz kurz an. Kannst du machen? Gut. Hallöchen, so sieht Apparat Dur aus. Interessant. Gut, mir ist natürlich jetzt alles nichtssagend. Kenne mich damit halt nicht aus. Aber, genial. Also größtenteils wird es halt Scoreboard-Geschichten sein. Ja. Replatzierung, Rechner oder sowas in der Art. Orange Animation, Animation Inside Ghost House. Pink Animation Inside Ghost House. Orange Enter Animation, Blue Enter Animation. Das sind die Animationen, die hier praktisch gemacht haben, wie die aussehen. Teleportierung. Ich habe keine Ahnung, aber es ist richtig, richtig abartig gut gemacht. Und dahinter sitzt jemand, der wirklich Ahnung hat. Ich schätze mal, vielleicht auch wirklich tatsächlich irgendein Spieleentwickler oder so. Ich, keine Ahnung. Aber hier hatte jemand Langeweile und es ist beeindruckend. Und wie auch immer, wenn ihr solche Sachen seht, irgendwie, keine Ahnung, schreibt mich mal an, wenn ihr eine richtig coole Map seht, sowas wie das hier in der Art, die Qualität oder so, ich werde es auf jeden Fall vorstellen. Es ist einfach begeisterungsfähig, ich find's cool. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen an der Stelle und wir sehen uns in einem anderen Video. Ich hoffe, es war interessant. Ich denke mal, es war interessant. Link in der Beschreibung. Guckt es euch an und auch eventuell auch die andere Map, die auch ebenso professionell wie diese gemacht ist. Das war die Space Invaders Map auf dem Kanal. Vielleicht kann ich das hier irgendwie mit Infokarten und so einblenden oder einfach die Creation Playlist auch mit reinpacken. Also müsste man, glaube ich, über den Bildschirm drüber gehen, so ein neues Anlass mit so einem I. Müsste auch, glaube ich, auf Mobilgeräten gehen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich muss hier das überarbeiten, Texturen und alles. Creative Mode drin. Wie gesagt, jede Menge cooles Zeug. Okay, dann bin ich fertig mit Quatschen. Schaut da rein, lasst krachen, bis dahin und tschüss.